Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Pastor Christian Hohl von der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Sydney. Pastor Hohl, heute ist ja Karfreitag, ein bedeutender Tag im Kirchenjahr. Was ist denn an diesem Tag passiert? Ja, Karfreitag ist das Urdatum eigentlich des Christentums zusammen mit Ostern. An Karfreitag wurde Jesus hingerichtet als Verbrecher. In unserem Glauben wurde er für unsere Sünden gekreuzigt. Und wir gedenken eben daran, dass er damit der Türöffner zum ewigen Leben ist. Und das gehört unmittelbar mit Ostern zusammen. Ostern ist die zweite Seite der Medaille. An Ostern sagt Gott Ja zu demjenigen, der für uns gestorben ist. Und damit befinden wir uns gerade mitten auf dem Höhepunkt der Heiligen Woche, die mit Palmsonntag beginnt und mit Ostern endet. Gründonnerstag ist das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Er sagt ihnen noch einmal, dass er sterben wird. Dann kommt die Gethsemane-Szene, also die Szene im Garten, in der Jesus betet zu seinem Vater, ob er nicht den Kelch von ihm nehmen könnte, aber eben sich in den Willen des Vaters schickt. Dann kommt der Verrat, dann kommt die Folter und die Kreuzigung. Das sind auch die ältesten Daten christlicher Feste. Früher wurde Ostern und Karfreitag gefeiert, Weihnachten kam erst später dazu als Fest. Das populärste, was wir haben, ist eigentlich das letzte Fest. Und Ostern und Karfreitag bilden so den Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Gründonnerstag, ich erinnere mich, da gibt es doch immer so Bilder in den Nachrichten von dem Papst, der die Füße wäscht. Genau. Das findet am Gründonnerstag statt, oder? Das findet am Gründonnerstag statt. Das ist eine schöne Tradition aus dem Johannesevangelium, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Im Johannesevangelium wird kein Abendmahl berichtet, nur in den anderen drei Evangelien. Und im Johannesevangelium steht die Fußwaschung im Zentrum des letzten Abends, an dem Jesus seinen Jüngern zeigt, dass auch der Meister sich erniedrigen kann und dass wir einander die Füße waschen, dass wir einander Diener sein sollen und nicht versuchen sollen, Herrscher übereinander zu sein. Und dann sprachen Sie auch von dem Verrat, der natürlich stattfindet. Judas. Ja. Was passiert mit dem eigentlich nach dem Verrat? Da gibt es zwei Traditionen. Klar ist, dass er Geld empfangen hat, 30 Silberlinge für den Verrat. Und es gibt die Selbstmordtradition, dass er sich aufhängt, und eine andere Tradition, dass er grausam stirbt. Jedenfalls ist Judas am Tag der Kreuzigung nicht mehr dabei. Da gibt es nur noch 11 Jünger. Judas ist gestorben. Aber auch für Judas ist Jesus gestorben, denn Judas ist beim letzten Abendmahl dabei und wird von Jesus darauf aufmerksam gemacht, dass er den Verrat begehen wird. Und Jesus sagt eben, dass er sein Leben für alle gibt, auch für den Judas. Und Sie sprachen auch von der Folter und natürlich der Kreuzigung, eine sehr brutale Art und Weise, jemanden aus dem Leben zu schaffen, aber damals wohl in dieser römischen Zeit durchaus üblich. Ja, das haben schon die Griechen vorher gegenüber ihren unterdrückten Völkern im Nahen Osten gemacht. Kreuzigungen gab es öfter. Die Römer haben das perfektioniert, ganz perfide ausgeführt, in einer brutalen Weise. Das war der schlimmste Tod, der einem passieren konnte. Und er galt auch als der schändlichste Tod. Wer gekreuzigt wurde, der wurde wirklich erniedrigt. Tiefer geht's nicht. Und das ist auch die Theologie, auf die Paulus aufbaut, dass Jesus sich ganz klein gemacht hat, um Mensch zu werden und dann wirklich den allerletzten Tod gestorben ist, den schlimmsten Tod gestorben ist, um deutlich zu machen, dass er für alle Menschen da ist. Und dann vorher gab es aber noch einen Prozess, um es mal so zu sagen, bei dem sich dann Pontius Pilatus die Hände in Unschuld gewaschen hat. Warum hat er das dann gemacht? Ja, es gibt eindeutig den Neid der Gegner Jesu, die ihn schon vor dem Sanhedrium, dem jüdischen Vorstand unter dem hohen Priester, anklagen. Die befinden Jesus des Todes für schuldig und können aber keine Todesstrafe vollziehen. Deswegen geht man zum Statthalter, zu Pontius Pilatus. Und dieser findet keine Schuld an Jesus, lässt sich aber überreden, ihn zu kreuzigen. Und er dokumentiert seine Sicht der Dinge, indem er die Hände wäscht und sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Es gibt sogar die Anekdote, dass seine Frau auftaucht, steht auch in der Bibel, und ihn warnt, dass er nichts mit diesem Unschuldigen zu tun haben soll.
Also Pilatus versucht, sich daraus zu wenden, gibt aber der Masse nach. Und nochmal zur Erinnerung, was waren denn eigentlich die Anklagepunkte? Die Anklagepunkte waren, dass Jesus sich als Sohn Gottes bezeichnet hat, dass Gott einen eigenen, besonders geborenen Sohn haben sollte. Das fand die Elite nicht gut. Und außerdem war sie auch mit seiner Lehre und mit seinem Erfolg nicht einverstanden. Er wurde letztendlich aber gegenüber den Römern als Aufrührer angeklagt, denn das war damals das Beste, was man machen konnte. Die Römer wollten für Ruhe und Ordnung sorgen und immer wieder gab es Aufständische, besonders aus dem Bereich Galiläa übrigens, und die wurden eben dann hingerichtet, um ein abschreckendes Beispiel zu sein. Und die Wiederauferstehung nach dem Tod findet ja dann am Sonntag statt? Die findet am Sonntag statt, von Gründonnerstagsabends bis in die Nacht zum Sonntag herrscht für uns Christen traditionell, vor allem auch in Deutschland, eine Ruhe, eine Zeit der Ruhe, in der auch Feste unüblich sind. Und am Sonntag wird die Auferstehung gefeiert. Das ist der Moment, als die Frauen nach dem Sabbat, der als jüdischer Feiertag nicht als Arbeitstag und nicht als Spaziertag gewertet wurde, sondern als Ruhetag. Am Sonntag können die Frauen zum Grab gehen und das nachholen, was am Freitagabend nicht mehr möglich war, Jesus zu salben. Aber sie können es nicht nachholen, weil das Grab leer ist. Sie begegnen den Engeln und sie begegnen nachher Jesus. Und in den Jahren danach sind ja die Jünger in alle Welt gegangen und haben das Christentum verbreitet und haben es dann auch schließlich auch in Rom sogar zur Staatsreligion gebracht. Erstaunlicher Weg. So ist es. Nach vielen Jahrhunderten der Verfolgung, auch der Auseinandersetzung übrigens mit dem Judentum, die sehr traurig sind. Jetzt im Nachhinein blicken wir auch auf unsere Schriften des Neuen Testaments und wissen, dass da einiger Judenkritik drin ist, die wir heute so nicht nachsprechen wollten. Die Christen wurden als jüdische Sekte angesehen und wurden lange verfolgt, bis unter Konstantin eine Duldung und unter Theodosius sogar die Staatsreligion 381 daraus wurde. Pastor Hohl, das spielt ja alles in einer Gegend, die heute vom Krieg überzogen ist und da gibt es sehr viel Leid und sehr viele Tränen. Dieser Konflikt auf Ihre Arbeit, hat der irgendwelche Auswirkungen? Ich war jetzt im Krankenschein eine Zeit und habe sehr viel mich mit dem Konflikt auseinandergesetzt, die Position der Palästinenser und die Positionen der Juden gelesen. Im Prinzip ist das eine Fortsetzung des Konfliktes, den wir bei Jesus kennen, mit den Samaritanern, die mitten unter den Juden lebten als Fremdkörper und die von den Juden sehr verachtet wurden und umgekehrt. Und Jesus hat uns eigentlich den Weg gewiesen, indem er auf die Samaritaner zugegangen ist und indem er Samaritaner geheilt und gelobt und als Beispiel genommen hat. Wir kennen das Beispiel des guten Samariters. Ja, Jesus weist uns da eine Versöhnung, die in dem Konflikt im Moment im Heiligen Land so unendlich weit scheint. Sehen Sie mehr Menschen wegen dieses Konflikts in der Kirche momentan? Sind Leute beunruhigt? Dieser Konflikt wirkt nicht sehr stark in unsere Kirche rein. Der Ukraine-Konflikt eher. Die Angst, dass in Europa was Größeres ausbrechen könnte. Man, dieser Konflikt hier könnte auch größere Dimensionen bekommen. Aber das spielt leider keine große Rolle. Denn ich finde eigentlich, dass man diesen Konflikt sehr stark miterleben müsste und mit den jüdischen und den muslimischen, wie übrigens christlichen Palästinensern mitfühlen müsste. Mit allen Opfern dieser Brutalitäten dort. Aber die meisten Leute, Sie sagen, machen sich Sorgen wegen des Ukraine-Krieges, der nun Europa bedroht. Genau, das wird eher als Bedrohung gesehen. Und es wird natürlich gesehen, dass Antisemitismus und Anti-Islamismus wachsen hierzulande wie in Europa. Das wird gesehen. Aber ich glaube, leider geht das den Leuten nicht so nah wie der andere Konflikt. Und die vielen anderen Konflikte in der Welt werden auch übersehen. Pastor Hohl, vielleicht möchte der ein oder andere Hörer zum Ostergottesdienst in Ihre Kirche gehen. Wann und wo? Karfreitag und Ostern jeweils um 11. Am Karfreitag mit Abendmahl und an Ostern mit zwei Erwachsenentaufen, jeweils in der Martin-Luther-Kirche mitten in der CBD. Schöne alte Kirche, die Sie da haben. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen und wünsche Ihnen ein frohes Osterfest. Dankeschön. Ihnen auch und allen Hörerinnen und Hörern. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.